Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, normalerweise wären wir jetzt den vierten Tag in Fügen. Wir wären mit unserer Anfängergruppe jetzt, die ersten schwarzen Pisten hätten wir gemeistert. Genau, heute auf jeden Fall. Da wir Fügen dieses Jahr nicht besuchen können, holen wir Fügen ein bisschen nach Wiedenbrück. Und, ich so schön sage, die nächsten Berge kommen bestimmt. Wir müssen fit bleiben. Und wir geben auf jeden Fall die Hoffnung nicht auf, dass wir uns nächstes Jahr in Fügen auf jeden Fall alle wiedersehen. Und ja, damit wir dann alle fit sind, fangen wir ein bisschen an mit unserer Skigymnastik. Genau, wir haben drei Blöcke. Der erste Block ist zum Aufwärmen und der zweite und dritte Block, da müssen wir uns ein bisschen verausgaben. Mal gucken, wie lange wir hier durchhalten. Es wird immer 30 Sekunden gearbeitet, 15 Sekunden ist Pause. Und eigentlich müssen euch die Aufgaben durch unsere Top-Sportkollegen natürlich alle bekannt sein, sodass ihr die definitiv sauber und sicher mitmachen könnt. Ansonsten schaut einfach und dann werdet ihr das hinkriegen. Okay, es geht los. Ich mach schon. Ja, Musik und wir haben den Timer hier. Moment. 10. Es geht los mit den Jumping Jacks. 11, 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Ihr nehmt euer Tempo, nicht unser Tempo, ob ihr schneller seid oder langsamer seid, völlig egal. Achso, Fenster sind natürlich auf, deswegen dürfen wir hier ohne Maske touren, sonst würden wir das nicht durchhalten. Keine Chance. 30 Sekunden sind gar nicht mal 10! Vielleicht. Wir schaffen das. 15 Sekunden Pause. Okay, als nächstes kommen die Ampelmänner. Arme bleiben auf Schulterhöhe. Und dann geht's wie Jumping Jacks. Noch eins und los geht's. Habe ich noch nicht gemacht. Schön ist auch, wenn du kombinierst. Okay, noch 15. Wir reden jetzt am Anfang, am Ende werden wir euch nicht mehr mit euch reden. Okay, wir müssen das Tempo ein bisschen verringern. Okay. Pause. Okay, anfersen. Ganz normal. Hände an den Popo. Ich nehme die Hände an den Popo, du kannst sie mitnehmen. Völlig wurscht. Noch 4, 2, 1 und los geht's. Es ist ein bisschen entspannter. Und nicht nur zugucken zu Hause, mitmachen, ist klar, ne? Fünf noch. 2, 1, Pause. Okay. Bisschen ausschütteln. Carstens Lieblingsübung, da hat er drauf gestanden. Nee, jetzt kommt erstmal der Skate-Schritt. Heinis. Ach, Heinis, ja genau. Seine Lieblingsübung. Heini für den Heini. So. Okay, los geht's. Ja, das war auch fett. Oh. Noch 15. Okay, wir schwitzen auch nicht. Noch nicht. Gleich auch nicht. Gleich umso mehr. Nie. 2, 1. Ausschütteln. So, der Skater-Schritt. Einfach immer von linken aufs rechte Bein überwechseln. Mit einer Gleitphase oder? Mit einer Gleitphase. Mit Doppel. Okay. Doppelstock. Gut, dann. Puh, und los geht's. Auf zum Schlepplift. 15. Unten. Auf der Ebene. Kann man vom Skikindergarten. Und Pause. Okay. Ah, der beliebte Headwalk.
Füße bleiben stehen. Hände laufen vor, laufen wieder zurück. Einmal hinstellen. Wer möchte, kann dabei gerne einen Liegestütz machen. 3, 2, 1. Und runter und wieder hoch. Für die Oberschenkel, gerade auch beim Skifahren. Wir nehmen immer jeden Buckel mit. 3, 2, 1 und los. Den Po nach hinten schieben, mit die Knie nach vorne. Weiter geht's.
2. Die Blöcke jetzt schon. Achso. Wir kriegen gerade eine längere Pause geschenkt. Mach das nicht. Danach geht's mit Sit-Ups weiter. Denk dran, dass ihr die Fußsohlen gegeneinander legt, damit wir den Hüftbeuger außen vor lassen. Und ihr dürft gerne mit Schwung arbeiten. 4, 3, 2, 1. Und los geht's. Ja, Bauchmuskeln auch wichtig beim Skifahren, um die Spannung zu halten. Und vor allen Dingen, wenn ihr mal am Seilchen hängt. Und los geht's. Oder in. Spürst du da noch Bauchmuskeln, wenn ihr am Seilchen hängt? Oh, jetzt kommen erstmal noch die Schulterclaps. Noch drei. Noch eine. Und Pause. Gut. Okay. So, in den hohen Liegestütz. Schulterclap, achtet drauf, dass euer Po hier hinten nicht so rumwackelt, sondern der möglichst fest ist. Und los geht's. Springt einer nicht in den Liegestütz, sondern einer.
einmal außen und zusammen wieder schwenken. Los geht's. Dann zurück, einmal vor. Jetzt mit Kois Lieblingsübung. Och nee. Die Squat Jumps. Ich hasse sie. Okay. Oh. Okay, also tief in den Squat und dann einmal und hoch. Und schön mit den Schultern verbunden.
sagen. Dann habt ihr
die Dehnung im hinteren Oberschenkel. Genau. Und je weiter ihr mit dem Oberkörper runtergeht, je mehr ihr die Fußspitze anzieht, desto stärker die Dehnung. Genau. Okay, jetzt setzen wir den Fuß wieder auf, rutschen ein bisschen nach rechts rüber, dass er ein bisschen breiter steht. Und gehen mit den Armen, sobald es geht, hier in der Mitte einmal runter. Knie bleibt an der Schulter, das haut nicht nach rechts ab. Bleibt hier schön an der Schulter und dann guckt ihr mal, was geht. Manche von euch werden sich auch ablegen können. Das ist mir nicht gegönnt. Okay, ein bisschen halten. Schritt links nach vorne, Hände stützen auf, Zwischenfall lassen. Pause! Pause!